leider hat es doch nicht am 20. Juli 1944 mit dem Anschlag Stauffenbergs im Führerhauptquartier Wolfschanze geklappt. Erst im Frühjahr 1945 wurden die Bunkeranlagen von der Roten Armee gesprengt und sind heute als Museum zu besichtigen. Und ich habe dort ganz in der Nähe in einem kleinen Hotel im ehemaligen Herrenhaus des Anwesens von Dodo von Inhausen und Kniphausen übernachtet. Wie ich dann erfahren habe, soll dort auch die Muse Eva Braun des berüchtigten Verbrechers Hitler bei ihren Wolfschanze-Besuchen übernachtet haben. Vielleicht in diesem Bett, in dem ich nun auch geschlafen habe. Bei meiner nächsten Hotelübernachtung in historischen Gebäuden muss ich doch wohl etwas genauer prüfen. Und die Wolfschanze befindet sich in der Nähe von Rastenburg mit einer Trutzburg im Nordosten von Masur ins heute Polen.